Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Gib mir eine kleine Pause. Hatte irgendwie Bock auf Sushi zum Frühstück. Meine innere Uhr ist noch komplett zerstört von den letzten zwei Tagen. Da hatte ich Frühschicht. Deswegen bin ich heute auch richtig früh aufgestanden. Mein Jonas Brothers Video ist übrigens online. Falls ihr das abchecken wollt. Und wer keine Ahnung hat, wovon ich rede, der sollte das Video von gestern abchecken. Aber wir haben zwei klasse Neuigkeiten. Latias Wochenende mit Shiny Latias am Start. Und Snapshot ist da. Zwei coole Sachen. Mehr dazu erzähle ich euch nach dem Essen. So, ich bin hier in Untervögeln. Ich habe gleich ein Team-Meeting. Davor gehe ich mir noch die Haare schneiden. Aber Neuigkeiten. Latias dieses Wochenende am Start. Ja, spezielles Raid-Wochenende. Freitag fängt es an. Für uns natürlich erst Samstag, weil Freitag 22 Uhr gibt es bei uns keine Raids mehr. Das heißt, Samstag, Sonntag und Montag bis 22 Uhr ist Latias am Start. Und in Shiny-Form. Schön Gold. Ja, und mich freut's. Denn Latias ist eins der wenigen legendären Pokémon, das ich noch nicht auf Max gepusht habe, weil ich noch kein 96er oder aufwärts habe. Mein bestes Latias leider nur 93. Dementsprechend dieses Wochenende werde ich natürlich krass abgehen und versuchen, da mindestens 96 rauszuholen. Und mit dem Kleinen werde ich auch so viele machen, wie, ja, wie er halt kann. Denn Lucky Latias fehlt mir natürlich auch. Gestern Abend kamen übrigens auch neue X-Ray-Einladungen. Und sehr komisch, sehr überraschend, sind die nächsten Einladungen nicht für Freitag oder Samstag, sondern die sind wieder wild herumgesprungen und jetzt Mittwoch in zwei Wochen. Deswegen gab es gestern Abend schon eine Theorie, dass am Wochenende irgendein Event stattfinden wird und Niantic deswegen den X-Ray nicht auf Samstag oder Sonntag gelegt hat. Ich meine, der Sprung auf Mittwoch ist trotzdem irgendwie komisch. Selbst wenn sie irgendwas am Wochenende geplant haben, hätten sie ja auf Montag oder Dienstag den X-Ray legen können. Aber sie sind einfach wieder auf Mittwoch gesprungen. Sehr, sehr komisch. Aber jetzt kann man sich vorstellen, dass nach dem Latias-Wochenende ein Latios-Wochenende kommt. Und das wäre halt das Wochenende gewesen, wo der X-Ray hätte normal stattfinden müssen. Jetzt kommen da ein paar Damen, wir müssen kurz unterbrechen. So, fürs Wochenende müssen wir uns natürlich auch vorbereiten. Latias 2006 ist 100% ohne Wetterboost. Mit Wetterboost bei Wind 25,07. Das letzte Mal, als er am Start war, gab es ja noch nicht die WP-Änderung. Deswegen 2006, sehr interessant. Latias ist Drache und Psycho. Dementsprechend die besten Konter: Drache, Unlicht, Geist, Käfer, Fee und Eis. Also hier wird angegeben, drei Spieler rot. Mal schauen, ob zwei möglich sind. Ich habe jetzt nicht auf Pokebattler geschaut. Könnt ihr ja gerne unten in die Kommentare schreiben, ob es zu zweit auch machbar ist. Besten Konter, Käfer zum Beispiel, Pinsir. Pinsir, mein alter Kollege. Eis jetzt, Mammutel vom C-Day, gönnt euch. Geist natürlich, Gengar oder Mewtwo mit Spukball. Dann Fee, Togekiss, Godewow und sowas. Aber ihr wisst, da fehlt einfach die Fast Attack. Und dann natürlich die besten Konter, Drachen. Latios, Latias, Brutalanda, Dragoran, Rayquaza und Palkia. Dementsprechend überlege ich mir fürs Wochenende mein 100er Palkia bereits zu maxen. Mache ich normalerweise erst am Ende, wenn Palkia weg ist. Ah ja, dieses Wochenende übrigens auch beide am Start. Also aus dem 5er kann Palkia oder Latias kommen. Ich finde es ziemlich geil, weil ich brauche noch ein gutes Latias. Shiny ist nicht schlecht. Lucky brauche ich noch. Und Palkia, davon habe ich so genug. Ich hatte echt gar keinen Bock mehr auf den. Also für mich perfekt. Ein kleines Problem gibt's, darüber reden wir aber noch später am Ende des Videos. Ist sehr spontan. Es gibt momentan diese kleine Diskussion, dass Niantic ein paar Sachen zu spontan, zu kurzfristig ankündigt. Wie zum Beispiel den Quest Day und jetzt fürs Wochenende auch noch Latias Raid Wochenende. Manche Leute brauchen ein bisschen mehr Zeit zum Planen und sich das einzurichten. Kann ich verstehen, aber wie gesagt, darüber reden wir gleich noch. Zweite Sache, AR, Go, Snapshot, wie auch immer das heißt, ist am Start. Schaut auf Instagram vorbei, da haben mir ja schon ein paar Zuschauer was geschickt. Ein paar lustige Sachen habe ich gepostet. Schauen wir mal, was ich so fotografieren kann. Ich lasse meine Kreativität jetzt fließen. Also schaut auf Instagram vorbei. Und natürlich, falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt ein Like, gebt ein Abo, gebt einen Kommentar. Aber ja, wir gehen jetzt erstmal Haare schneiden. Okay, so sieht es vorher aus. Und gleich seht ihr, wie es nachher aussieht. Das ist ein Zuschauer, ich weiß gerade leider nicht, wie du heißt. Er schreibt in fast jedem Video, dass ich mir die Seiten auf Null machen soll. Kann ich leider nicht machen, aber ein bisschen kürzer werden sie jetzt. Tada, fertig. Auf zum Team-Meeting und dann, ja, schauen wir mal, was sonst noch so geht heute. So, kleiner Zeitsprung. Ich habe, ja, Meeting ist vorbei. Ich helfe gerade einer Freundin beim Prospekt auszuteilen. Ihre Mutter hat eine Apotheke, schaut vorbei,
hier am Frankfurter Ring. Aber ich jag schon den ganzen Tag die Libiskus-Quest, also 20 Libiskus fangen für einen Chanerga, weil ich zweimal die Quest habe, fang einen Chanerga. Und die haben wir jetzt endlich erfüllt. Jetzt können wir endlich unsere Feldforschung abholen. Oder Spezialforschung. Und es ist... ein Sinnerstein. Brauche ich nicht, aber danke. Und es ist... Raikou. Raikou ist immer geil. Aber nicht 1427. Doppelbonbon nimmt man gerne mit. Die könnte ich eigentlich aufheben. Nee, lohnt sich nicht wirklich. Für den Quest Day. Aber wir wissen ja nicht, was da für Quest kommen und bis dahin, naja. Das heißt, ich müsste den Freitag aussetzen. Lohnt sich nicht wirklich. So, wir sind wieder zurück. War ein langer Tag. Das Video hier kommt sehr, sehr spät. Aber besser spät als nie. Über zwei Dinge wollten wir noch reden. Also über eine Sache wollten wir noch reden. Und dann ist noch eine neue Sache hinzugekommen. Die neue Sache ist Teamwechsel. Nächste Woche kommt Teamwechsel. Ja, es wird 1000 Münzen kosten. Und wir wissen ja, einmal im Jahr. Wir haben ja schon zwei Videos jetzt dazu gemacht. Ja, eure Meinung kenne ich. Die meisten haben kein Interesse dran. Und ich weiß jetzt nicht, ob 1000 viel ist oder nicht viel. Ich meine, die Leute, die eh wechseln wollen, ich weiß nicht, ob die von 1000 Münzen abgeschreckt werden. Wenn man wechseln will, dann ist, glaube ich, der Preis relativ egal. Die Leute, die eh nicht wechseln wollen, denen ist auch eigentlich egal, ob 500 oder 1000 oder sowas. Die werden es so oder so nicht machen. Deswegen kann ich nicht abschätzen, ob 1000 jetzt viel oder wenig ist. Aber an sich, ich habe kein Interesse. Ich meine, wenn dann irgendwie videotechnisch, würde es natürlich sehr viel Klicks bringen, für sehr viel Aufruhr sorgen, aber abgesehen davon, ich persönlich habe null Interesse dran. Zweite Sache, nicht die Menge an Events. Ich habe gesehen, Spieletrend hat vorhin noch ein Video hochgeladen über die Menge der Events, sondern eher über diese Kurzfristigkeit der Events, dass sie sehr kurzfristig angekündigt werden und man das Ganze halt nicht wirklich vorausplanen kann, sich Zeit nehmen kann, seine Pläne da. Klingt eigentlich dumm. Manche würden sagen, bist du eigentlich dumm, dass du dein Leben nach Pokémon planen willst, aber ich meine, was ist daran so schlimm, jetzt sich irgendwie Zeit zu nehmen? Weißt du schon, seine Pläne zurechtlegen, seinen Tag planen und wenn da dann irgendwelche Events angekündigt werden, relativ kurzfristig, dann ist das natürlich schon ein bisschen ärgerlich. Auch zum Beispiel jetzt, viele haben mich gefragt wegen diesem Event in Berlin, diesem Niantic Event, was ja kein Pokémon Go Event ist, zwecks Inkognitos und das, zwecks, ich lache hier gerade, weil einer einen Kommentar abgelassen hat, Adel Tawil bist du's. Und er meint halt Tati. Auf jeden Fall zwecks den Inkognitos, die kündigen das ja überhaupt nicht an. Man findet es eigentlich heraus am Tag vom Event, genau wie Erfurt Mac. Da hat man ja auch erst am Tag vom Event herausgefunden, okay, das sind die Buchstaben, es gibt Buchstaben, Ausrufezeichen ist am Start. Hätten die das davor angekündigt, Ausrufezeichen ist am Start. Das hätte natürlich sehr viele Leute gelockt, die Leute wären dahin gefahren. Die hätten Pläne gemacht und dann... Ja, aber das ist nicht eine Antics-Art. Die machen das recht spontan. Die werden schon ihre Gründe haben. Auch jetzt für Events oder auch Safari-Zonen. Zum Beispiel jetzt, was war das? Safari-Zone Brasilien. Wurde auch relativ kurzfristig angekündigt. Und man braucht natürlich gewisse Vorbereitungszeit, um nach Brasilien zu fliegen. Klar kann nicht jeder einfach so nach Brasilien fliegen. Aber ich meine, falls man mal Bock hat, wieso nicht, braucht man halt solche Sachen wie Visa, Impfungen und sowas. Das dauert halt seine Zeit und das wurde zwei Wochen vorher angekündigt oder so. Oder eineinhalb, was weiß ich, irgendwie sowas. Sehr kurzfristig. Also Niantic ist allgemein sehr kurzfristig. Kann natürlich ein Problem sein, kann man aber nichts machen. Eure Meinung dazu und in die Kommentare. Sind die Events für euch ein bisschen zu kurzfristig angekündigt? Ich meine, wenn ein neues Event kommt, früher war es ja so, es wurde glaube ich so zwei Tage vorher angekündigt. Dann haben die es so geändert, dass am Nachmittag, also bei uns so 14, 15 Uhr, angekündigt wird und dann am Abend zum Beispiel gestartet hat. Ich weiß noch, ich war damals in der Arbeit und dann wurde es dann irgendwann in der Arbeit angekündigt. Dann war es so, dass sie es irgendwann 17, 18 Uhr, 19 Uhr angekündigt haben, das Event, und dann am Abend gestartet hat. Und dann war es so, dass sie 22 Uhr das Event angekündigt haben und 22 Uhr das Event gestartet hat. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass sie es so 5 nach 10 ankündigen, aber das Event schon um 22 Uhr gestartet hat. Also Events starten auch immer kurzfristiger. Jetzt ist es sogar so weit, dass Events vor der Ankündigung starten. Also, eure Meinung dazu, ob Niantic solche Sachen viel zu kurzfristig ankündigt und in den Kommentaren. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.